Dann suchen wir uns mal das neueste Stellwerk raus. Und das machen wir garantiert schon mal nicht auf dem DE1-Server. Weil wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass es frei sein wird. Nein, natürlich nicht. Dann machen wir es auf dem DE2, wenn es denn frei ist. Das ist natürlich auch nicht frei. Das war so klar. DE3. Das ist frei. Itzikowice. Los geht's. Rein in das neue Stellwerk. Und während das neue Stellwerk lädt, werde ich mir schon auf einem anderen Monitor den Fahrplan aufmachen. Wo ist es denn? Wo ist das neue Stellwerk? Ah, da. Dann hätte ich da gern mal... Was ist los? Funktioniert nicht. Ah, jetzt. Züge im Betrieb ankommend. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen im neuen Stellwerk. Das ist ja schon ein bisschen im Betrieb. Und eigentlich ist es so ein Betriebswerk da hinten. Da hat es entsprechende Hallen, wo die Sachen instand gehalten werden können. Die zigtausend Abstellgleise. Und zwischendrin verläuft die Hochgeschwindigkeitstrasse. War diese Linie 4 von Stratski nach Warschau. Da einmal durch. In Richtung Polutny, hau mich tot. Da drüben. Und ich glaube, da kommt auch was. Und die Hauptaufgabe ist es hier, die Züge auf der Linie 4 von links nach rechts und rechts nach links zu schicken. Und ist auch was unterwegs. Da 423, 464. Du musst gemäß Fahrplan auf Linie 574. Lass mal das mal kurz kontrollieren. 464, das ist der da. 574. 574 ist da oben. Soll ich den gerade vorher schon umleiten? Da kommt er rein. Ich glaube, ich mache das gerade vorher schon. Einmal. Ne, da muss noch eins weiter rauf. Na. So, deine Einfahrt bekommst du. Block ist auch schon aktiv. Wunderbar. Und dann fährt er da oben rein. Und moin Elias. Also das ist dann die einzige Abwechslung. Wir haben hier die Züge, die teilweise hier auf 574 müssen. Und teilweise auf 573. Und zwischendrin der normale Verkehr. Ich mache hier mal das Licht kurz an. Nicht einschalten. Ist jetzt an? Ich glaube, das ist jetzt an. Was die Musik so von der Lautstärke her oder ist sie zu leise, zu laut? Bitte gerne Feedback. Und der nächste Zug, der kommt, das. Ah, oh, es kommen die nächsten drei Züge von links. Jetzt der 464, dann hätte man noch den 130er, dann muss auf der Linie 4 und dann noch mal einer, der muss auf 573. Ja, ich glaube, da haben wir da vielleicht Zeit, um es mal die Station ein bisschen im Detail anzusehen, solange da erstmal nichts kommt. Gut, gehen wir mal raus. Also hier massig Abstellgleise bis zum Abwinken. Also da hätten wir schon Spaß, wenn man entsprechende Trafficketten oder Züge bereitstellen müssten. Hier da unten Linie 4, 573 glaube ich war rechts, 574 ist auf der linken Seite. Und hier so eine kleine Abstellung, wo man Sachen reinparken kann. Hat da Handweichen, was ich sehr interessant finde bei so einer Station.
die man natürlich selbstverständlich nicht bewegen können. Wir gehen da aber mal trotzdem kurz. Oh, das ist neu. Das muss mit dem letzten Patch gekommen sein. Man konnte da nämlich vorher reingehen. Denn da hinten hat es noch eine Abstellung. Und die konnte man sich eigentlich anschauen. Oh, so ein Mist. Warum komme ich da jetzt nicht mehr rein? Die Entwickler wollen nicht, dass ich mir die Sachen anschaue. Oh, da hat es aber generell eine unsichtbare Wand. Alles klar. Ja, dann schauen wir uns mal das Hauptspektakel auf der hinteren Seite an. Das eh der größere Part. Das dürfte unser Auto sein, wenn es schon mal hier steht. Und wenn ich jetzt nicht falsch bin, ich meine, der neue Fahrplan ist ja nach wie vor nicht in Kraft. Dann fahren jetzt hier in der Stunde 8 Züge durch. Ob wir die hängen dich jetzt nicht auf. Mehr ist hier auf der Station nicht los. Ach, dieses langsame Rennen, man braucht immer eine halbe Ewigkeit, bis man irgendwo ist. Okay, da ist die Einfahrt. Das sieht aber auch nicht so gesund aus hier, ne? Warum finde ich immer solche Sachen? Ich mache gerade mein Foto. Ein Bug Report. Und Reiseferenz, falls jemand nachsehen will. TM36 und TM37. Hier. Nein! Da ist jetzt auch eine unsichtbare Wand. Ich weiß, ich bin da mal runtergelaufen. Das geht. Du bist als Lokführer das gemacht. Ich habe es nicht als FTL gemacht. Ach, so eine Schande. Was ist jetzt unser Güterzug? Moin, Kollege. Das Spiel ist gerade ein bisschen arg leise. Aber ich mache das Spiel mal ein Tick lauter. Ach man, das finde ich jetzt aber sehr schade, dass man da jetzt eine unsichtbare Wand reingemacht hat, dass man da nicht mehr reinfahren kann. Wenn ich jetzt doof wäre. Ich könnte ja einen Zug schon mal auf einen Exkurs schicken nach da unten. Falls jemand mal nach ganz unten fahren will. Schade. Ich würde das ja gern umgekehrt machen, dass ich der Fahrer bin. Und ich fahre da einmal komplett unten durch. Wobei, jetzt müssen wir schauen, ich habe gesagt, TM 37 und 36. TM 34. Ach, das wäre das. TM 36, 37, das ist das da unten. Da geht es dann ins Depot rein. Und auf der Seite dann vermutlich irgendwie wieder raus. Und M 14... Wenn ich das jetzt richtig sehe, es müsste dann theoretisch das Signal da ganz hinten sein. Von den Ausweichen her. Ich glaube, das werden wir ganz kurz kontrollieren. M14. Gebäude verlassen. Schauen wir mal nach. Bei dem untersten Gleis. Was das für eine Nummer hat. Aber das müsste eigentlich hinkommen, nachdem das da unten die zwei Rangiersignale sind für das Betriebswerk da. Wenn die Musik übrigens komplett doof ist, dann nur Sachen, dann wechsle ich zu Epidemic Music.
bist denn jetzt denn du hier? Du bist TM35 da unten. Bist du das? Ah, alles klar. Das ist das eine Gleis, was hier endet. Dann schauen wir uns mal dieses Signal hier an. M14 und M12. 12 und 14. Ja, gleich Telefon. 12 und 14, ja, das passt. Dann sind es wirklich die Gleise da unten. Ach Mann. Es ist... Ja, mit SZ könnte man vermutlich da irgendwas runterschicken und dann fährt er da durch. Das Blöde ist, in dem Segment da, zwischen da und da. Ah, nee. Zwischen da und da, das müsste es sein, kann man halt keine Weichen stellen. Ich hoffe, das bringt den noch irgendwie rein. Dass man da, keine Ahnung, da spawnt man irgendwie da hinten und da das irgendwie die Lok bereitstellen. Da steht vielleicht hier Wagen rum oder auf der Seite. Oder generell, dein Lok hat vielleicht einen Defekt und du musst irgendwie da reinbringen. Muss ich, da ist da vielleicht so ein Rangiermeister. Oh ja, genau. Als Rolle für Simon, ein Rangiermeister da unten. Der dann für dich die Weichen stellt, der dann irgendwie die Hoheit für da unten hat. Und dann macht er wie so eine Anmeldung, hey, der Zug muss da irgendwie raus und umsetzen, dann in meinen Bereich rein. Solche Sachen. Oh, man könnte so viel machen in dem Multiplayer. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Auf welchen Server bin ich? Ich bin auf D3. Das ist halt so ein Posten mit Potenzial im Multiplayer. Der Fahrdienstleiter müsste da einfach ein bisschen gefordert werden. Aber das sage ich schon seit Anfang an. Naja. Aber ich habe mich heute schon mal so gefreut, wenn der EDR endlich mal aktiv gewesen wäre. Ich meine, wir haben jetzt hier wieder den alten. Nö, ist nicht. Mit dem neuen EDR, da konnte man halt wirklich Zeiten eintragen oder dass man einen Zug drin hat, der angehalten worden ist und dann konnte man die Zeiten anpassen. Ich konnte es halt nicht aktiv ausprobieren, weil jedes Mal, wenn man hier auf den Zug dann klickt hat und man wollte die Zeiten anpassen oder signalisieren, dass der Zug hier steht, dann ist der ganze EDR abgeschmiert. Aber ich vermute, das kommt dann nächste Woche raus. Oder ist es ein fleißiger Zug, machen es noch diese Woche. Okay, Ausfahrsignal steht da schon. Was kommt denn da als nächstes? Wir haben es jetzt 1933. Okay, ach no. Ich muss mal kurz die Musik anhalten. Und du Flick, alles gut soweit. Mach den Alarm ein bisschen leiser. Oh yeah. Wer hat den ausgelöst? Ach ja, bleib Banana, war ja klar. Und da kommt auch der nächste Ausfahrsignal, steht. Ah, da haben wir sie ja. 223038. Der muss auf die 573. Jetzt kann ich Musik wieder anmachen. So, einmal neu laden bitte. Musik abspielen. So, 573, das ist da unten. Das heißt, er könnte hier runterfahren. Na komm. Und hier runter. Und mein Einfahrsignal ist dann da. Ich glaube, ich warte noch einen Moment, bis ich nachher wirklich sehe, um zu schauen, ob die Nummer stimmt.
223. Um 48. Da hätten wir ja noch ein bisschen Zeit. Die Richtung wird auch stimmen. 14137. Wobei, bei ihm muss ich eigentlich gar nicht nachschauen, weil alle Züge, die von ihm kommen, waren alle auf Linie 4. Oh, was war das jetzt? Wie cool! Vielen lieben Dank. Bist du mit dabei? Herzlich willkommen zum Lions Squad. Ich habe Einfahrt. Ja, Einfahrt können wir geben. So, einmal normal hier wieder. So muss das. Hashtag Lions Squad. Sag mal, geht es hier nicht ein bisschen heller? Hallo? Ich da? Hallo? Also wirklich einen Effekt haben die irgendwie nicht. Jetzt immer noch dunkel. So, da ist er. 223038. Ja, 573. Darunter. Oh, fuck. Nee, Moment. Ach, shit. Das war jetzt falsch. Das kann ich ihm jetzt nicht mehr zurücknehmen. Ah, das tut mir jetzt leid. Das war eins zu weit runter. War keine Absicht. Tut mir leid. Hätte gereicht, wenn er da durchgefahren wäre. Gut, dann merke ich mal das. Weil, oh. Ja, andererseits wirklich viel Verspätung kriegt er vermutlich eh nicht, weil das müsste 40 sein hier. Ist auch 40. Auch nochmal 40. Ah, ich glaube, die Verspätung hält sich in Grenzen. Ach ja, jedenfalls immer Fehler, ne? Es passiert ja nie, dass von da unten was kommt, oder? Oh, Track. Bognopolitne, Bognopolitne, Stratzli. Nee, es ist immer gleich. Ich will den neuen Fahrplan. 2, 2, 3. Alter, entgleist. Die Signale hätte doch angezeigt, was du fahren musst. Dabei fährt er immer noch. Okay. Wir haben einen gleisten Zug da unten. Ich stehe noch da. kannst du noch fahren? Es ist jetzt gerade ein bisschen blöd, wenn du da ein Gleis bist. Kann aussteigen. jetzt haben wir ein Problem. Ich bin auf dem Weg. Okay, schauen wir uns das mal an, was da hinten passiert ist. Dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis wir da unten sind. Aber spannend, dass er dich nicht entfernt hat. Ich meine, das Phänomen hatte ich ja auch schon einmal. Da hinten steht er.
Da konnte ich noch weiterfahren, obwohl ich gecrashed bin. Autsch. Also wenn ich das jetzt von der Ferne schon mal richtig sehe, dann hat sich der Zug in zwei geteilt. Oh, die Scheiße. Ah, fuck. Ich wollte ja eigentlich nicht mit Störungen spielen, aber jetzt habe ich dann wirklich eine Störung hier. Alter Banana, was fährst du auch so schnell da in die 40er-Weiche rein? Ich hoffe, ich kann das irgendwie umleiten. Du musst einfach nur schauen, wo der Zug wie steht. Oh yeah. Oh, fahr jetzt weiter. Renn schneller. Wir haben hier einen Unfall. Ich dachte, sowas geht gar nicht mehr. Aber ja, gut. Ich weiß nicht, kann sich jemand noch an den Playtest erinnern, wo sich die Züge einfach immer so während der Fahrt geteilt haben? Das war noch witzig. Standen einfach mal Wagen so auf der Strecke rum. Moin, Titan Pictures. Kommst gerade zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben da einen Unfall. Für den ich nichts kann, ne? Würde ich gleich dazu sagen. Nicht, dass ihr gerade falsch denkt. Aber da hat sich Zug aufgeteilt. Das ist Strom. Ja, das ist eine ganz blöde Betriebsstörung. Nämlich da gerade voll auf den Weichen drauf. White Banana hat es geschafft, seinen Zug zu teilen. Und dann gerade mal ein Foto machen davon. Warum ist der nicht weg? Okay, einmal Interface ausblenden. Fotomodus muss sein. So, da hätten wir unsere Lok. Alter, hier ist auch getrennt. Interesting. Okay. Und was ist jetzt hier alles blockiert? Welche ist die Party? D3. White Banana hat es geschafft, seinen Zug zu killen. Und der ist nicht weg. Ja, geil. Es ist hier alles blockiert. Machen wir kurz abgleichen mit der Ansicht hier. Ja, fuck. Sehr geil. Jetzt habe ich hier wirklich eine Störung. Mir steht die Bahn ganz anders. Was bist denn du? Das wäre einerseits... M. M hätte ich mal zurückgenommen. Und das andere ist Z. Moment mal. ZR. Warum habe ich ZR? Aber du R bist. ZZ ist es dann. Okay, wir haben jetzt hier... Scheiße, wir haben jetzt die Weiche dann hier blockiert. Die 143er. Du kannst... Was? Du kannst fahren? Sowas habe ich jetzt noch nie gesehen. Vor allem mich interessiert, was jetzt gerade hier hinten passiert. Möchtest du mal bitte vorfahren zum nächsten Hauptsignal?
Aber viel spannender würde ich wissen, was hier hinten jetzt gerade passiert. Also ich bin keine 10 Minuten hier drin und schon ist Chaos. Wie ein Tannenbaum. Jetzt ist da hinten frei. Ach cool. Jetzt ist die ganze Beleuchtung weg. Das ganze Zug jetzt weg. Ich muss den Moment ausnutzen. Das hier gerade stellen. Wir gehen jetzt nochmal raus. Das muss ich kontrollieren. Achso, ich könnte eigentlich alles wieder einblenden. Oh, er ist weg. Der Zug ist effektiv weg. Cool. Ja, dann würde ich sagen, habe ich keine Störung mehr. Danke, Spiel. Ich meine, du hättest da hinten echt noch stehen bleiben können. Es ist einfach nur die Weiche, die doof ist. Wahnsinn. Oh, die AP08. Bin ich im Stream auch noch nicht gefahren. Aber die ist auch nicht besonders. Ich meine, lieber KMH, wo sie schneller fährt. Ich erwarte eigentlich Züge von der anderen Seite. Was ist da los? Achso, warte mal. 14, 1. Nein, nein, es passt. Entschuldigung, ich habe Blödsinn gesagt. Um 9:50 Uhr kommt der nächste. Ach, das wäre schon noch witzig gewesen, wenn der kaputte Zug hier da gewesen wäre. Jetzt kann ich aber. Cool, er hat doch die Einfahrt noch offen. Das hier korrigieren. Dass du hier eigentlich geradeaus fährst. Das heißt, ich brauche eigentlich nur. Das Weichenpaar ändern, wenn es wäre. Gleiche Vorbereitung kann ich auch für da oben machen. Grad, grad, grad. Dann wäre es eigentlich. Ne, da wären es hier zwei Weichenpaare. Das wäre einerseits das da und das da, wenn einer kommt. Alles richtig? Gott, mal schauen. Von oben, nach da oben, nach. Auf das obere. Ja. Das Paar hier. Okay, also summa summarum haben wir hier 1, 2, 3 Weichenpaare, die wir mit dem aktuellen Fahrplan stellen müssen. Aber bei allen anderen ist es einfach eine gerade Durchfahrt. Nein! Neuer Fahrplan ist nicht da. Zumindest glaube ich das. Ich habe jetzt noch keine Änderung gesehen. Ich glaube, sie wollten es eigentlich heute einführen, aber das hat heute wohl schon zum Desaster geführt. Mit dem neuen EDR und haben mich tot. Also Stunde 2, bevor ich jetzt den Stream gemacht habe, habe ich ein bisschen Simmer gespielt. Wir sind alle 10 Minuten rausgeflogen. EDR ist abgehakt. Die API ist abgehakt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da kannst du den Bahn einfach zustellen. Stichwort Bahnhof zustellen, ne? Discord ist mein Zeuge. Ich bin so für mich auf SimRail 1 unterwegs gewesen. Und mal kurz, Hände nach oben. Wer hat von euch Tag des Abstellgleises mitgefeiert mit mir? Einfach, dass ich mal kurz Proofcheck mache. Ist ja schon ein bisschen her. Aber war ja netter. Der Stream wäre aber mit dabei. Ja, da melden sich schon die Ersten. Jedenfalls, in diesem netten Stream, den wir da ja gehabt haben, da haben wir ja neben unserem McDonalds-Zug ja nur Züge abgestellt, die ja wirklich da mitmachen wollten, dass wir halt wirklich mal alle Abstellgleise voll kriegen. Und alle anderen haben wir ja durchgelassen, ne? Da stimmt es mir ja alle zu. Also, es waren ja ein paar Spieler da, die wollten ja fahren. Sind ja dann einfach durchgefahren.
Soweit so gut. Und es lief ja alles super. Ich meine, hat dann ein bisschen gedauert mit der Auflösung, aber ansonsten hat man ja unseren Spaß. Aber es gab Fahrdienstleiter, oder Fahrer, beides ein bisschen mit dazu, glaube ich, denen hat das nicht so gefallen, vor allem, weil natürlich entsprechend Züge nicht angekommen sind oder drauf gewartet haben. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich war dann halt auf DE1 unterwegs, einfach so total random. Ich war mit den Jungs da auf dem Discord ein bisschen am Quatschen und hab, ja, nebenbei halt mal ein bisschen an Intercity gefahren. Bin durch den Stellberg durchgefahren. Pilichowice war es, ich bin mir nicht sicher. Und der hat sich dann jedenfalls voll beschwert über diesen Fahrtag. Und ja, da haben dann Fahrdienstleiter auf die Züge gewartet und nichts ist dann gekommen und hatten dann mega Verspätung und so. Also so richtig Karen-like fand ich. Und dann hat er auch noch so gemeint, ja, man soll das ja noch auf einen anderen Server machen wie D345. Und wir haben es ja auf einen anderen D-Server gemacht und nicht auf D1. Aber trotzdem, ich weiß nicht, fand ich das ein bisschen total unbegründet, weil eben, es waren ja nur Leute mit dabei, die ja mitmachen wollten. Und der ganze andere Verkehr ist durchgefahren. Also, das war schon ein sehr großes Mimimi. Nee, es waren auch Personenzüge, glaube ich. Also zwei Personenzüge, glaube ich, sind mit dabei gestanden. Aber trotzdem. Ich meine, klar hat dann der Fahrdienstleiter links oder rechts ein bisschen weniger zu tun, weil die Züge nicht ankommen. Aber es ist ja doch verkehrt durchgegangen. Ich meine, das ist so ein großes Mimimi. Und jetzt hat es ja vor allem in DE1, in E1 und ich glaube der PL1, wo es ja keine Störungen mehr gibt. Wobei, ich frage mich, das heißt ja keine Störungen. So ein Tag des Abstellgleises ist es ja per se keine Störung. Machen die Leute ja freiwillig mit und stehen da und machen eine Pause, ne? Ist keine Störung. So grundsätzlich. Oder was meint ihr? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Platz auf DE1 kriegen, ist unwahrscheinlich. Aber so rein theoretisch, ich meine, wenn die Leute eine Pause machen wollen, dann wollen sie eine Pause machen. Gleise sind ja frei. Das müsst ihr mal ein bisschen ausreizen. So, was ist jetzt da mit Zugverkehr? Da steht schon die ganze Zeit ein Bot. Passiert aber nichts. Was, das ist eine freiwillige Pause des Spielers? Ja, eben. Gibt's ja nichts einzuwenden dagegen. Ich meine, jeder will mal aufs Abstellgleis und zum Meckes gehen. Oder mal zum Burgerbrater, beziehungsweise zum Dönerbrater seines Vertrauens. Oder auch mal für kleine Lokführer, wer weiß. Muss halt einfach mal gewartet werden. Ah, also 14.30 Uhr, da kommt mein Express. Cool. Ihr seht, das Problem mit dem Stellwerk ist ein bisschen langweilig. Da sind Servier halt einfach ein bisschen mehr los. Und jetzt kommt ein Zug von der Pokno und ich glaube, das müsste wieder so eine Güterschleuder sein. Du bist langweilig. Danke, Josh. 242 237. Mal schauen. 242 237. Nö. Schaut schlecht aus. Aber Yoshi ist zum Beispiel jetzt in dem anderen, unter Anführungszeichen, neuen Stellwerk drin. Pokno war ja vorher komplett digital. Das ist ja jetzt auch Drucktastenstellwerk. Aber ist jetzt sehr überschaubar. Ich meine, da hat er dann seine zwei Linien. Hat das eine Durchfahrgleis oben und unten das Gleis mit dem Bahnsteig. Also es ist ja vom Stellen genau gleich. Aber jetzt mit Drucktasten. Ich will halt endlich mal gerne ein mechanisches Stellwerk hier drin haben. Ich meine, so Snobbik Blutnähe haben sie ja schon vorbereitet dafür. Mit zumindest Standard-Assets. Sie sollen das mal fertig machen, bevor sie jetzt die anderen weitermachen. Ich will Hebel ziehen.
Musik einen ganz kleinen Tick lauter. Was ist noch alles unterwegs? Oh, Nico, Christian, Josh, Tom Tom, der Dr. Ops. Das Doofe ist ja, ne? Wird man jetzt hier eine Abstellparty machen, dann bräuchte er jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stunden. Ne, Moment. Falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt knapp 2 Stunden, dann wäre hier alles voll. Plus, minus. Der 4134. Hast du mal Bock, da hinten in die Abstellung reinzufahren und schauen, was passiert? Und schauen, wo du wieder rauskommst? Ich meine, ich kann da hinten keine Weichen stellen, aber wäre mal interessant zu wissen, was passiert, wenn man da unten reinfährt. Theoretisch müsste es da vorne irgendwo wieder rauskommen. Der Express, bei wem kann ich es mal? 4134. Achso, Moment mal, der kommt von der Seite. Ach, von der Seite kann ich dich gar nicht reinschicken. Ich dachte, da kommst du von rechts. 14:39, habe ich den im Chat. 14:39. Ich hab Bock auf Abstellung, hat's geheißen. Na? Ah doch. Nee, Moment. Warum gehst du nicht? Jetzt. Abstellung. Mach dich bereit. Na komm. Weiche, mach mit. Schicken wir mal auf ganz nach unten. Nicht gut, dass 14 das Bock auf Abstellung hat. Also die Musik geht mal gar nicht. Wir werden die Musik jetzt mal wechseln. Moment. Gehen wir mal. Was ist denn das hier schon? Nö, Drama brauche ich jetzt auch nicht. Brauchen wir mal das. Ja, mal reinhören. Ne, Chaos habe ich eigentlich nicht geplant. Wobei, Chaos ist schon passiert. Ungeplanterweise. Ich bin ein Magnet für Chaos. So, 41, 34. Ja, den muss ich fast freie Fahrt geben. Ich brauche einen Zug von einer anderen Richtung, von Warschau für die Einfahrt. Nochmal. 19977 kommt gar nicht bei mir an. Der Chaos-Stream, glaube ich, kommt übermorgen. Ist da draußen. Oder? Muss ich mal kurz nachschauen. Übermorgen oder morgen? YouTube, Mark Gain. Inhalte
in die Planung mal kurz reinschauen. Ja, übermorgen kommt der. Also Banana, ey, wenn ich du wäre, würde ich dann langsamer werden. Ja, macht er eh schon. Sehr gut. Oh no, oh, okay. Spieler gerade kurz gehängt. Mir die Bremsen. Ich will es mal hoffen. Oh, was ist der andere hinter City? Moin Christian und eine gute Fahrt. Gute Fahrt nach Warschau. Muss eigentlich Banana da hinten auch bald mal auftauchen. Signal C. Wo steht das? Ah, direkt nach der SPL. Gerade so, wo ich es nicht sehe. Man kommt denn nichts aus der Richtung? Das war jetzt nur noch 50. 2010. Ah na, Moment mal, das ist ein Bock noch. 130. Um 19 nach erst. Moment mal. Doch, 2019. Ja, stimmt schon. Was ist weggefahren? Ein Zug. Gut, man könnte auch sagen, Banana ist jetzt unser Rangiertester und schaut mal, ob er da unten reinfahren kann. Müsste ich ihn auf Z da wieder nach hinten schicken. Und dann müsste da runterfahren. Ich meine, die Zeit wäre da. .13.41 kündigt man jetzt schon an. Gut, macht aber Sinn, weil die SPL recht lange ist. Habe ich doch ein Schirm gehört. Ja, nur wenn du mal da hinten in das Betriebswerk reinfahren willst und schauen, was passiert. Ist er ja. Es ist aber langsam da hinten. Ja, dann fährst du mal auf dein Abstellgleis und dann gibt es SZ wieder retour. Maximale Entschleunigung hier mit 40. Mal schauen, lassen wir die Weichen hier ändern. Ah, ich glaube, sie waren so schlau. Und lass mich die Weichen noch nicht ändern. Naja, vor allem die hier. Ja, das Paar lass mich ändern. Ja, gut. Also unser Experiment hat sich damit gerade erledigt. Weil ich die Weichen da nicht ändern kann.
Andererseits, was ist von der anderen Seite her? Das geht. Gut, theoretisch könnte er dann da reinfahren, wird die Weiche auffahren. Aber das war's dann auch schon. Ach Mann! Und die Spielverderber. Ja, nö. Geht nicht. Warte mal, 25. Reicht mal aus. 25. Ich kann noch nicht mal den Stift hier lösen. Ja, okay. Also, da hinten reinfahren ist nicht. Noch nicht. Schade. 3-1, 3-6, 4-2, 3-4. Okay. Muss ich eigentlich nur noch wieder sauber machen hier. Jo, alles gut. Mach mal deine Pause da hinten. Ah, das hat mich so gefreut. Bisschen Unfug. Und da hinten alles zustellen. Wobei, das war dann... Also, auch wenn es gegangen wäre, dann wäre es ja eh nur ein Gleis gewesen, was wir zustellen hätten können. An dem wir die Weichen nicht stellen können. So beschiss mit der Rangierfahrstraße. So, was kommt da? 13-4-1. Der möchte mal durchfahren. Das war falsch. Ah, du bist B. Also würde ich jetzt ein Fazit ziehen, dann ist das Norweg und Servier sind meine zwei Lieblingsstellwerke momentan her, von der Aktivität. Wie schaut es da bei euch aus? Versteht einfach immer noch. Jetzt ist Rot One. Nice. Allgemein Drucktastenstellwerke. Ja, da macht man nie was falsch. So. Und tschüss. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier noch ein paar Minuten und dann zeige ich euch mal das Nachbarstellwerk, wo Yoshi jetzt gerade drin ist. Damit ihr das mal gesehen habt und damit ihr es auch mal gecovert habt. Aber erwartet nicht zu viel. Und dann werde ich mal S-Bahn in Warschau fahren. Damit ich das auch mal abgetickt habe. Oh, und es kommt übrigens, oder zumindest ist es in Arbeit, eine neue Teilstrecke hier von der Linie 1. Aber damit rechne ich erst zu den nächsten 3 bis 4 Monaten, bevor das dann fahrbereit ist. Hierzu kommt jetzt hier als erstes. Stellberg, zeig her!
must be roses and hungry heads, but now there's only madness. 3136 kommt das erstes. Tatsache. Na dann, einmal durch. Eine Netflix-Station halt, ne? Zu nebenbei ein bisschen Netflix-Serien gucken. Ja, Stichwort Serien, ich feiere so Last of Us, ne? Geil, die Serie. Ich müsste mal den Walking Dead nochmal neu anfangen. Ich habe mal zweimal angefangen, zwischendrin eine längere Pause gemacht. Wieder Faden verloren, dann wieder von vorne angefangen. Ich muss das echt mal durchziehen. Dazu zwischendrin war ein bisschen ein Durchhänger, die Walking Dead, aber so allgemein schaue ich es halt schon gern an. Ist ja, glaube ich, jetzt. Also ist es jetzt schon abgedreht oder sind sie noch dabei? Ich habe ja gehört, dass es ja jetzt fertig sein soll, dann langsam. Mit keine Ahnung wie viel, 8 oder 10 Staffeln? Bin mir nicht sicher. Was sind denn so Serien, die ihr so richtig liebt oder allgemein gerade schaut? Ihr sagt, oh ja, das ist ein Must-Have. Damit ich wissen, bis dann vorbei ist. Also, bis dann vorbei geht, so. Oh, 136, leider im Bot. Sagen wir natürlich trotzdem Hallo, wenn er denn kommt. The Rain ist relativ gut. Sagt mir jetzt gerade nichts. Um was geht's da? So, jetzt müsste aber langsam in Sichtweite sein. Da hinten ist er. Und 4, 11, 3, 2. Wird den anderen überholen. Alles klar. Ein Virus, der sich durch Regen verbreitet. Die Geschichte ist aber etwas komisch. Ist es so ähnlich mit. Ich weiß nicht, wie der Titel geheißen hat, aber es gab diese eine Serie, wo dieser Nebel kommt und die Leute dann durchdrehen und am Anfang tut die Serie damit, dass sie da irgendwie in einem Supermarkt drin sind und dann auch so ähnlich Zombies kommen. Aber mir fällt der Name von dem nicht ein. Aber die Serie fällt mir jetzt gerade ein zu dem Ganzen. So, ich würde sagen, wir wechseln mal das Stellwerk, zumindest wenn Yoshi mitmacht. Yoshi, magst du mal kurz deinen Posten freimachen und ich gehe zu dir und du gehst zu mir rein, damit ich mal dein Stellwerk kurz gezeigt habe. Film der Nebel, aber Serie? In dem Cinema ist nicht all. Echt, war das ein Film? Ich dachte, das wäre eine Serie gewesen. Knapp 21 Uhr bei dir. Also ich gehe nur ein Stellwerk weiter, quasi auf die linke Seite. Ich bin einfach total schlecht mit Serien und Filmen. Aber wenn es ein Film ist, dann war es ein Film. Aber ich kann mich einfach nur so an den Anfang erinnern. So, wir warten noch, bis der Zug gestellt ist und dann gehen wir woanders hin. Und BK muss jetzt auch noch fertig gucken. Oh. Amazon Prime muss sich ja irgendwo mal lohnen, ne? Das finde ich ja so schrecklich bei Amazon Prime in dem Angebot.
dass du da für die geilen Filme halt jedes Mal zahlen musst, also extra zahlen musst. Ich meine, hast du bei Netflix ja mehr zahlt, aber dafür hast du diese Extrakosten nicht gehabt. Da kannst du halt alles angucken, was bei Netflix halt irgendwie drin ist. Ich gucke momentan ungelogen sehr viel Medical Detectives. Das auch gerne als Hörspiel zum Einschlafen. Ist es jetzt gut, dass du das zum Einschlafen nutzt? Ist der Inhalt jetzt zu langweilig oder wie? No offense. Medical Detectives. Ist es sowas wie CSI Miami, wo man dann also Todesursachen oder Krankheitsursachen herausfindet? Also so klingt es zumindest. Man hat sich auch schon Gedanken. Oh, ist da ein Kaffee? Ja. So, aber gleich kommt der Kollege Yoshi. Den werden wir mal wechseln. Hoffentlich geht's problemlos. Ja, natürlich schön. Auf dem D1-Server wird sowas eh nicht funktionieren. Ah, wunderbar. Ab ins andere, unter Anführungszeichen, neue Stellwerk. Kilometer. Auf einer 500 Kilometer langen Strecke. Wow. Ja, das ist das andere, unter Anführungszeichen, neue Stellwerk. Ich meine, die Station ist ja nicht neu. Ah, das ist gerade die Überholung. War ja vorher komplett digital und jetzt haben wir hier Drucktasten drin. Es bedient sich aber genau gleich. Und hier der SPL-Block schaut ein bisschen anders aus. Hat ein bisschen grüne Farbe hier drin. Ciao, Kollege. Und halt nur unseren Einperon. Und die Ironie an dem Ganzen ist, also wenn das mit dem Datum stimmt, dann ist es der Fahrplan vom 2.8.2022. Und zu dem Datum gab es aber hier schon den zweiten Perron. Und so hast du jetzt immer diese Zugkollision, wo dann die Züge hier warten müssen. Die sollen hier einfach den zweiten Perron einfügen. Oder willst du dann eh schon den Fahrplan umbauen und irgendwie fiktiv was reinbauen? Dann wenigstens so bauen, dass man hier keine Zugkollision hat. Die gleichen Kaffee im Puck noch. Ja, das können wir arrangieren. Itzikowice AI 1439. Das ist doch garantiert der. Banana. Ah, bitte andere Musik, bitte. 423466. Da muss doch garantiert schon längst weg sein, oder? 423466. 20. Ne, gar nicht. Hat aber andererseits auch keinen Halt. Ja, dann würde ich sagen, befreien wir ihn mal aus dem Gefängnis. Hallo, Weiche. Ja, gut, dann Tschüsskowski. Mal 466. Ja, doch, war schon richtig. Du bist befreit. Fahr los. Sei frei. Will ich mir das nur so ein oder ist der Fern das unten so leicht orange? Nee, du hast die Lichter überhaupt falsch. Wieso fährst du damit rot? Und zwei Stromab... Ja, okay. Beim Anfahren ist noch okay. Nee, am Bahnsteig sicherlich nicht. Da blockierst du mir meinen Bahnsteig. Er ist heilig, ich hab nur einen.
Aber schön, dass jetzt hier mal Güterzüge unterwegs sind. Ich meine, wenn man schon die Störungen nicht machen kann, kann man zumindest mal einen Güterzug vom Intercity rausbringen. Habe ich jetzt nicht schlau gesagt. Das ist der Ausstieg so schwer und ich so alt. Ah, ich laufe zu dir. So nett bin ich. Mal gucken, ob es einen auffällt. Ja, mir ist aufgefallen. Aber spät, muss ich zugeben. Moin, Noki. Hoffe, dir geht's gut. Aber da ist irgendwelche Spezialitäten jetzt hier im Fahrplan. PH 20.02 Uhr Abfahrt, Ankunft um 1. Genau eine Minute von der rechten Seite. Und dann kommt Lichowice. 2 Minuten. Oh, sie haben es an. Ah, okay. Haben die das schon anpasst? 2 Minuten Puffer. Gut, es ist wenig Puffer, muss ich sagen, ohne der Verspätung. Ist es denn überall so? Sie geht auf die 2, auf die 4. 2 auf die 4, seht es mal so, oh, das ist knapp. Es wird vermutlich so gut wie nie klappen, wenn dann nur 2 Minuten sind. Andere Musik bitte. Die 40? Ja, die glaube ich sind 100 pro 40. 1439. Da. Und Einfahrt. Wobei, ich glaube, also die Weiche ist garantiert 40, die auch. Aber die Weichen da, glaube ich, sind 60er Weichen. Und auch die da. Also 1, 2, 3, 4, 5, die 6 Weichen, glaube ich, sind 60er. Oder geht es mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, das sind 60er. Und die da oben sind 40er. Moin, Markus. Na, alles gut. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, das sind auch auf halb. Ist das alles 60? Na, ich meinte, das wären 40er gewesen. Nee, also die zwischen den Hauptgleisen sind sicherlich 60. Jetzt bin ich gerade selbst ein bisschen verunsichert. Schon richtig erklärt? Ja, okay. Sieht man eigentlich von dem Rest da unten noch irgendwas? Nee, ne? Alles weg. So, da ist er ja. Gehen wir mal vorbei und bringen einen Kaffee. Tür, hallo, Tür, hallo. Ah, diese Tür. Ja, okay. So überhaupt nicht gegen Vorschrift, das, was ich da mache.
Weil andererseits fällt es mir gerade ein. Weil, Junge, du hast eigentlich ein Bistro bei dir auf Bord. Und fahr weiter, du stehst auf der Weiche. Sonst gibt's keinen Kaffee. Auf Seiten bitte vor der Mitte, wie gesehen. Banana, fahr vorwärts. So, wir schauen mal hinten aus. Ja, bitte lang. Im Moment, aber sehe ich den Fahrer gar nicht. Ah, doch. Von ein bisschen weiter hinten. 20 km/h. Ich bin sportlich. Jeden Tag ein bisschen Dauerlauf. Komm, da geht noch ein bisschen. Komm vor. Servus, ich bin mal bei. Was wär's da drin? Ach, der Markus. Ich würde ja so gerne mal mitfahren. So mitglitschen geht ja leider nicht. Oh, Moment. Geht doch glitschen? Nee, schade. Ich habe es einmal beim Güterzug geschafft, dass ich mitglitschen kann. Bleib mal kurz stehen und mach mal die Türen auf. Das sind die geübten FDLs. So, Türen auf. Boah, ich will überhaupt nicht willkommen. Türen bleiben zu. Sind überhaupt nicht offen. Gehen wir auf die andere Seite. Ist alles zu hier. Mann. Ach, das ist voll schlecht zum Mitglitschen. Oh, da ist jetzt offen. Ach, Mann, ich will da mitfahren. Wo hast du das gemacht, dass du da oben stehst? Oh mein Gott. Bitte fahr mal los. Das wär's jetzt, dass ich da oben mitfahren kann. Oh ja, Head verschränkt, alles klar. Rana, düse mal ab. Zumindest bis zum Signal. Ach nö. Nö. Komm, ich will da vorne mitfahren. Gibt es einen Sweet Spot vielleicht? Ach nee. Ja, und da backt er dann. Ach, so ein Beschiss. Oder vielleicht hier dazwischen? Ja, auch da kann ich. Ah, schade. Schade, schade, schade. Sei verrückt, nicht mal wieder Lügen Chaos machen. Stichwort Chaos. Wie schaut es eigentlich im Stellwerk aus? Kommt erstmal nichts. Oh, die Musik ist wieder so lahmarschig. Ich glaube, was Schnelleres. Mein Goal ist es halt mal, bei irgendeinem Zug mitfahren zu können. Und wenn es halt glitschen ist. Aber ich will das mal hinkriegen. Was, sind wir plötzlich in der Wiener Oper? Ja, ich muss mir halt immer noch mal eine anständige Playlist zusammenstellen. Also wenn jemand kreative Ideen hat, wie man mitglitschen kann, ich glaube, am meisten Chance hätte man vielleicht mit einem Güterzug. Dass man da irgendwie zwischen die Wagen reinkommt. Was meint ihr? Und dann sich mitziehen lässt. Mit den Personenzügen kommen wir da nicht weit.
Ja, vor den Zugstellen bringt ja nichts. Da gehe ich ja einfach durch. Leider Gottes. Wann kommt denn die nächste Güterschleuder? Was haben wir jetzt? 34. Bin ich Jovice? Einer von denen. Nee, Moment. Es ist ein PXI, glaube ich, ne? Der Güterzug. Belastende Situation. Uff, echt? Ja, du. Also, du kannst ja nicht überfahren werden. Du gehst einfach durch. Kannst einmal demonstrieren. Oh, diese Figur muss schneller laufen. Wir brauchen diesen Railways Online Extended Speedrun hier in SimRail. Oder ein Fly Mode. Oh, Fly Mode wäre noch ziemlich geil für Screenshots. Aber generell mal schön, wenn mal so ein Passagiermodus reinkommt oder Fotomodus zum Screenshots machen oder einfach mal rumstehen und ein bisschen Trainspotting machen. Gibt ja doch ein paar Leute, die das gern tun. Und vielleicht geht es ja ein bisschen, wenn er steht. Kann halt da irgendwie nicht reinglitschen. Nee. Das funzt mit dem nicht. Schade. Ich habe gerade eine ganz dumme Idee. Die ist ziemlich dämlich. Beim Güterwagen, ne? Der ist ja nicht beladen. Kann man ja so einfach nicht reinspringen. Aber ich kann ja hier bei dem Express hier raufspringen. Also mit Anlauf, Moment. Was ist, wenn so ein Güterzug neben dem Express hier stehen bleibt und ich springe in den Güterwagen rein und der fährt dann los? Um zu schauen, ob ich dann mitglitch. Klingt das zu dumm oder könnte es vielleicht so doof sein, dass es tatsächlich funktionieren könnte? Es geht nicht, der Güterwagen braucht auch. Ja, aber ich würde ja von oben reinspringen und nicht von der Seite. Weil hier habe ich ja einen Höhenvorteil. Also Lion Squatch, was meint ihr? Sollen wir das mal probieren? Dass wir einen Güterzug mal hier stehen lassen. Ich versuche mal reinzuspringen und dann mitzufahren. Try it. Ja, dann machen wir das doch mal. Also der Güterzug, der kommt dann von Billig-Wietze. Man entweder wir lassen Banane rangieren oder jemand von euch setzt sich in den Güterzug, der dann mit in den Person was habe ich denn in den Intercity, der da kommt, bleibt dann da stehen. Den Güterzug lassen wir dann der Güterzug bleibt hier stehen bei Signal G, der Intercity bei N. Und dann wird der Plan sein, dass ich beiden Fahrt gebe, bleibe aber noch stehen, ich gehe auf den Intercity rauf, springe in den Güterzug rein und der fährt dann los. Man kann es probieren, aber ich glaube, das klappt nicht. Naja, für die Wissenschaft. Ausprobieren. Dann wird es schon reizen. Wie schaut's aus mit den nächsten Zügen? Wer ist denn so in der Nähe? Der Markus? Der Josh 223040.
023040. Pixie. Oh, Yoshi, bist du gerade in einem Güterzug drin? Das wäre ja gerade ideal. Die YouTube-Folge, der Versuch. Güterzug. Leerzug. Ah, oh, schade. Wir brauchen die Güterschleuder. Ja, da warten wir mal, bis sich die Gelegenheit ergibt. Ich mach mal ganz kurz nebenbei die Live-Map mit auf. Okay, ist offen. Na klar, alles für die Wissenschaft. So machen wir hier gerade. Dann ist der Banana hier mal eingekesselt. Kann erstmal keinen Unfug mehr anstellen. Weiß man ja nie bei ihm. Wie ist eigentlich aus so eine Station, wo das gut gehen wird? Such mir genau die Stellwerke aus, was dann ewig dauert, bis ein Zug kommt. Wie viel sind es eigentlich hier in der Stunde? 20 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komme ich da auf 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? Wenn Itzikawitze echt verrechnet? Schau mal, Kaffee, den habe ich dir schon gegeben. War ja schon bei dir. Steht vor der Tür. Wir einfach keine Fahrer unterwegs sind hier. Alles Fahrdienstleiter. Andererseits, ne? Der Yoshi. Einfach nur, damit wir es getestet haben. Wir meinen den Yoshi mal. Wir werden den gleichen Test mit Yoshi machen. Dass er hier immer stehen bleibt. Und dann versuche ich mal drüber hupfen und dann schauen, ob ich oben irgendwie reinglitschen kann. Aber dann hätte man das auch getestet. Kannst du doch hierher kommen? Aber deine Bewegung sieht ein bisschen komisch aus. Ob er es auch hier reinschafft? Sieht nicht so aus. Ja, mal raus. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Kannst du nicht weiter? Jetzt ist es gerade nicht mehr aus. Was hast du da eigentlich in der Hand? Soll das ein Handy sein? Ich glaube, das soll ein Handy sein. Das ist ein neues iPhone pur white. So. Zug ist abgefahren. Er kriegt natürlich Einfahrt für die Wissenschaft. Ja, Moment mal. Das ist billige Vize. Der kommt von anderen Seiten. Hab ich jetzt gerade falsch gemacht. Echt, hab ich das jetzt falsch gesehen? Billige Vize.
Ja, stimmt schon. So, ja, dann machen wir das hier einmal so. Noch bevor Josch drin, oder? Ja, okay. Nicht, dass ich da normalen Fahrer wieder ärgere. Und da gibt es wieder Mimimi, weil ich sowas mache. Was? Ich lasse ihn gerade mal durchfahren. Beziehungsweise das Signal stelle ich schon mal dafür. Und wir gehen jetzt mal raus und machen uns bereit für die Jump Action. Guck, bevor wir die so oder so wieder Mimimi, wenn ich da irgendwie so meine Experimente mache. Moment, was war das? Hau, Wahnsinn! Vielen lieben Dank für die 100 Bits! Ey, Wahnsinn, dieser Speedway-Fan. Und hoch auf den Intercity. Mit der Oberleitung kuscheln, überhaupt nicht gefährlich. Nice, wir sind oben. Ja, dann muss jetzt nur noch Yoshi kommen. Können wir eigentlich da ein bisschen reinglitschen? In die Oberleitung? Nö. Ich glaube, ich stelle mich... Interessant. Ist gar keine Kollision, dass da ein bisschen weiter reingeht. Genau gleich wie mit dem Dach. Jetzt wäre es irgendwie witzig, ne? Wenn der Stromabnehmer hochgehen würde, dass er mich hochdrückt. Ich mach mal den anderen Stromabnehmer hoch. Einfach so als Experiment, aber ich glaube nicht, dass er so einen Effekt hat. Oi, lass die Hupe aus. Sonst mute ich dich da drin. Hör auf damit. Macht das wirklich? So. Ich hab mal das Spiel mal ein bisschen gemutet. Was? Du bist es nicht? Machst du den Alarm an? Also mal die Lichter vorn kontrollieren. Nicht, dass du den Alarmtaste gedrückt hast. Weil den hat sie im Cockpit. Aber ich glaube, ich müde das Spiel mal kurz trotzdem, bevor er da einen Tinnitus kriegt. Eigentlich jetzt blinken für den Alarm. Mach mal ganz kurz den Bot an und wieder aus. Vielleicht beruhigt er sich dann wieder. Komisch. Sind wir noch am... Ist er noch am Rumhuppen? Ja, ist noch am Rumhuppen. Ja, dann werde ich das Spiel entsprechend leiser stellen, damit ihr nicht die dauerhaft die Hupe habt. So, 1,2 Kilometer noch. Dann haben wir erstmal keinen Game Sound. Ja, ne, da hat auch hier keine Kollision. Also jetzt kein Effekt, wenn der jetzt irgendwie hochfährt, denke ich mal.
auch noch nicht in Sichtweite. 300 Meter. Jetzt ist der Alarm an. Da sehe ich. Oder war zumindest an. Achso, das war Signal F. Okay, Kilometer noch. Bin jetzt auch gespannt, ob das klappt. Ja, ich auch. Und wenn das klappt, dann sehe ich in Zukunft Videos, wo Leute es dann vermutlich nachmachen. Da ist er ja. Ja, aber da ist ein Intercity mit 130 auf dem Weg zu dir. Ja, der muss jetzt erstmal für die Wissenschaft ein bisschen bremsen. Aber ja, ich habe die Nachricht gesehen. Aber ich lasse den gleich durch, sobald das Experiment vorbei ist. Ach, sogar mit der Trax. Aber ich hoffe, ich kann so weit springen. Hui. Ja, egal, das müsste schon ausgehen. Wenn es mit der nicht geht, dann halt mit dem Güterzug. Yes! Ich hab's geschafft. Ich bin drauf. Aber wie zu erwarten, glitsche ich nicht rein. Nein, fuck. Höchstens bei der Lok überbacken. Yoshi, fahr langsamer! So schnell kann ich nicht laufen. Nein! Ah, jetzt gibt er auch noch Gas. Der Arsch. No. Mann! Na gut. Na, du mal wieder Stellwerken. Also. 14.139. Was muss denn der machen bei mir? Der muss bei mir halten. Das ist der mit einer Minute. Shorty. Ich will das Experiment aber trotzdem noch mit dem Güterzug machen. Ein Cooper der Eisenbahn. Was ist denn das für eine Playlist? Nein, das bitte auch nicht. Nein, auch nicht. Schau mal, ob das was kann. So, Weiche. Dankeschön. Einmal grad. Bin ich Jovize. Södere. Oder die Einfahrt. Dann können wir das Spiel auch mal wieder lauter machen. Und nachdem da jetzt wieder keiner drin sitzt. Komm, lass mich ziehen. Und raus. Nein, wir drehen jetzt hier keine SBR. Ich will jetzt hier mein Experiment machen. Und dann will ich S-Bahn fahren in Warschau. Was? Du schwärmt Erika. So, da kommt Chin Express zu dir.
so schade, dass das neue EDR hier nicht funktioniert. Das wär's gewesen. So, Uhrzeit. Abfahrt. Um 2 nach. Im Moment. Doch, um 2 nach. Der Kollege bleibt hier mal ein bisschen stehen. Viel zu früh. Mal sehen. Heute gibt's Kaffeeservice. Wollen Sie Kaffee haben, dann bitte melden. Sogar kostenlos. Sponsored by Lion Squad. Vier eins eins drei vier. Das ist genau der Gegenzug. Ja, da bleibt er erstmal stehen. So, Kaffee wurde gewünscht. Bring mal meinen Kaffee vorbei. Sag mal, die Ah, diese Musik, ey. Moin, Lennox. Ah, wäre so witzig, wenn man jetzt da hinten irgendwie die Tür aufmachen kann. Geht aber nicht. Vor zum Lokführer. Ja, die sind zu lang hier. Sicherheit, Fahrplan 14. Achso, der Fahrplan stimmt eh schon gar nicht mehr. Lass mich da rein. Komm ich da rein? Wieso komme ich nicht auf den Bahnsteig? Was ist denn das? So eine Frechheit. Bahnsteigverbot. So nach dem Motto, der macht so viel Blödsinn. Der kommt hier erstmal nicht rein. Um 21, 28 wäre bei mir ein Gütezug durch zu dir. Okay. Wenn da ein Bot drin ist, dann lassen wir den mal kurz stehen, bis ein Intercity kommen ist. Wo ich raufklettern kann. Kann ich hier nicht reinjumpen? Ich kann hier reinjumpen. Oh mein Gott. Sag mal, Christian. Erstmal, da hat dein Kaffee, ne? Lass das schmecken. Und. Scheiße, wie habe ich das vorher gemacht? Ich glaube, das war mit Sprint. Möchtest du mal vielleicht ein bisschen vorfahren? Einfach nur zu schauen, ob ich hier drin bleibe. Ich bin in dem Güterzug fast schon 130. Hey, wenn der Glitch funktioniert. Das wär's jetzt. So, hoffentlich kann er losfahren, aber es müsste eigentlich gehen. Also, er muss jetzt nicht schnell losfahren, aber. Also wirklich, mich nicht mal informieren, wie du streamst. Alles nur für die Wissenschaft. Wir müssen hier Sachen ausprobieren. Nein! Ich flieg raus! Nein! So ein Scheiß. Muss ich mir anders platzieren. Nein. Oh.
Ja, so geht's auch, ne? Jetzt kann ich mich aber gar nicht mehr bewegen. Wir schaffen es heute noch, dass ich mich da irgendwie wegglitschen kann. So, was kommt da jetzt? 4-11-3-4. 4-11-3-4. Wer ist 4-11-3-4? Achso, warte mal, das war der Gegenzug, ne? Ja, das war der Gegenzug. Das ist der Express. Flugkäfig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich spätestens bei der Weiche irgendwie rausfliege. Immer diese Puffer. So, hier machen wir erstmal wieder gerade. Wollen wir die Ausfahrt einstellen hier. Einmal so, so, so. Und dann probieren wir diese Puffer mit Fahrt nochmal. Ich schaffe es in der Zeit, dass ich da vorne bei der Lok hinkomme. Was? Ich will mit Schnitte bauen. Ja, die Initialidee ist ja erstmal, dass ich hier einen Güterzug neben einem Intercity stehen lasse. Dann versuchen vor dem Intercity in den Güterzug reinzuhüpfen und damit ihn mitzufahren. Aber jetzt habe ich es gerade vorher irgendwie geschafft, da mit der Lok irgendwie ein bisschen mitzuglitschen. Probier das jetzt gerade nochmal, weil er muss jetzt eh gleich losfahren. Schauen, ob das irgendwie geht. Aha, so komme ich auf den Bahnsteig, ja, ist klar. Oh, lauf schneller! Abfahrt kommt bald. Ja, natürlich. Irgendeiner muss ja mal testen. Ist ja fast sowas wie Quality Control, oder nicht? Komm, noch ein paar Meter. Das ist Speed Limit Violation. So, ich hab's geschafft. Wie genau habe ich das gemacht? Ich glaube, ich probiere es mal von hier. Also Christian, wenn du dann losfährst, dann fahr langsam los. Schaut, ob ich mich irgendwie arrangieren kann. Das wäre sehr... Achtung, festhalten. Ah, ich glitsch irgendwie nach links weg. Hey, komm, bleib da drin. Nein! Nein! Hey, komm, bleib da drin. Bleib drin. Komm, ja, komm, 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 komm. Nein. Oh, Moment. Der fährt ruhig weiter. Das war jetzt gerade vielversprechend. Oh, ich werde weitergedrückt. Kann das sein? Ja. Du kriegst ja das Abfahrt. Du musst wegfahren. Holy shit. Das glaube ich jetzt nicht. Ich darf die Kamera nicht so sehr bewegen. Ich fahr mit! Nice. Ich meine, es ist flüssig, aber... Oh, Christian, gibt's Stoff? Oder wirst du für mich aufgehalten? Das wär's ja noch, wenn ich den Zug ausbremse. Nee, es geht. Kommt ein bisschen schwierig voran.
So, jetzt glaube ich. Oh, cool. Nein, ich bin zeitlich. Nein, nein, nein! Ach, fuck! Na, immerhin. Ungefähr 100 Meter. Plus, minus. Der erste Rekord. So weit habe ich es noch nie geschafft zum Mitfahren. Na gut, lassen wir mal den nächsten rein. Wäre ja auch zu schön gewesen. 21:28 der Güterzug. Haben wir noch gut Zeit. Erstmal der Express, der durchbrettert. So, und dann kann ich jetzt erstmal meinen Fahrplan an sich richtig machen. Wir sind in Bruckno da. Ankommend. Okay. Einfällt, wo das vielleicht auch funktionieren könnte, ist bei Enzo Snobjek. Und zwar vom Stellwerk aus reinhüpfen. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, wie hoch der Abstand war zwischen Stellwerk und dem Gleis, ob sich das überhaupt ausgehen könnte. So, Einfahrt für dich. Bravura, ich sehe rot, ich will grün. Warum S1? Hallo. Ja, das ist die. Da ist so ein langsamer Zug für dich. Nee, kein S1. Ich bin ein Express. Gib ihn. Komm, grün. Ja, muss schon langsam Express machen. Nee, mach ich nicht. Grün jetzt. Abfahrt. Könntest du einen auf Orient Express fahren? Die fahren halt schön gemütlich. Aber es ist auch ein Express, aber halt gemütlich. Ja, nee, kein Express hier. Jetzt gib mir grün. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Musst du gedulden. Nee. Grün. Ja, dann viel Spaß. Erstmal schön dahinterher tuckern. ZDW3, warum S1? Ich sehe es schon wieder, Bravura. Ist nicht mal in meinem Bereich. Oh, das ist eine 08er, oder? Ihr sieht so orangemäßig aus da hinten. Immer die gestressten. ZDW3, ZDW3. Hör dich nicht, ich habe eine Funkstörung. Schön runterbremsen. Boah, wie schnell fährt denn der vor mir? Sag mal an. Der fährt gerade grandiose 40 Stundenkilometer. Wie bitte? Oder? Ne, Moment mal. Ne, 102 fährt der. Also stell dich so auf 100, 125 maximal ein. Schneller fährt er nicht.
Probaradia. Probaradia. Ah, 13. Ah. Ja, lass mal den mal vorbei. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwachsinnig, was ich da gemacht habe. Also dein Gegenzug hat Freifahrt. Mich interessiert nicht, was der Gegenzug ist. Ich will freie Fahrt. Ich. Ja, hast du ja auch für ein paar Meter. Ich will jetzt den Gütezug haben. Mann, 28. Wie ist denn das? Das ist das Symbolik. Es müsste dann da 4, 2, 3, 4, 6, 8 sein. Kann das sein? Ja. So ein Fahrplan. Jetzt Signalzug nehmen. Nee, so gemein bin ich nicht. Warum bist du da noch rot? Ist es, weil du da noch nicht hinter dem Signal bist? So, Musik ist ein bisschen crazy. Nummer eins weiter. Oh, Freddy Fazbear. Eins vorbei, der da vorne findet jetzt noch seinen Gast, sonst schiebe ich ihn. Voll Freddy Fazbear. 423, 468. Billige Vize. Ja, hör mal. Das ist meine Güterschleuder. Mann, ist Gaga. Ah, falsches Game. Ist hier nicht das Kaga-Sim. Ich hätte schon lange das Kaga. Wieso was hast du angestellt? 135 bei 90. Ah, das hat ja keiner gesehen. So, wie machen wir das am blödesten mit dem... Doch, ich... mit dem Fahrdienstleiter hier mit dem Radar Messgerät. Mach die Weg frei, da bitte. Dankeschön. Komm, zieh! Hallo. Fahrdienstpolizei. Hey, ich muss da halt jedes Mal an diese Werbung aus England denken mit dem HST. Wo der HST so auf dem einen Gleis fährt und dann kommt diese Glas für die Seven auf der anderen Seite in einer Police-Lackierung daher mit Blaulicht. Und winkt den HST so auf die Seite. Das ist so ein geiles Video. Hey, es ist immer noch rot da. Ich stehe jetzt in der City bereit. Sofern er der nächste P136. Wie ist denn der? Und was war das? Alert! Vielen lieben Dank für den Follow! 423468 ist unterwegs. Nice. Da ist das rote wie die. Wo du die ganze Zeit siehst. Was vor dem Isig steht. Das wird mir halt voll nicht angezeigt. Ist interessant. So. Ja, stimmt schon. Eins, drei, acht, für dich geht's gleich weiter. Ich hab dich dezent übersehen. Hab ich schon gesehen. Danke. Gehört. Das ist aber auch blöd gemacht hier mit den Kleinen hier.
13-4-3 ist durchgefahren. Alles klar. Alter, das ist wieder so eine Einschlafmusik. Minus 391 Points. Alter, anständige Musik. Machen wir es mal anders. Nein. Oh, das geht ja alles nicht. Machen wir mal ein bisschen Popular Rock. Was haben wir denn da so? Nö, auch nicht meins. Ich brauche hier anständige Musik. Das geht auch nicht. Ja, vielleicht in die Richtung. Ja, wobei. Ja gut, besser als gar nichts. So, Ausfahrt für dich. Vielen lieben Dank für den Follow. Da hinten ist er. 1343. Hä? Vier, zwei, drei, vier, sechs, acht. Du kommst auf Abstellgleis hier. Für den Moment zumindestens. Ciao, Kollege. Ja, der Plan ist, wenn du jetzt der Zug bist, wo ich denke, dass du es bist. Wobei, also der Kaiser, der kommt von Idlikowitz. Was ist der da? Nee. Ja, der Plan ist, dass ich jetzt immer noch in den Güterzug einsteige. Oh, das ist der 042, der Güterzug hier ist. Na, Moment. TME, ja, nee, das ist falsch. Das war jetzt gerade ein bisschen unnütz, was ich da gemacht habe. Also bist du jetzt der Leerzug oder der Güterzug? Ich kenne mich mal neben Yoshi. War TME nicht Leerzug? Ah, Güterzug. Ja, dann bleibt der Yoshi erstmal kurz stehen. Ja, dann brauche ich den Express hier auf der Seite. 1343. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt die Hüpfaktion machen. Um zu schauen, ob das funktioniert. Müsste klappen. Also, der Plan ist, ihr bleibt beide schön nebeneinander stehen. Ich gebe euch dann beide Ausfahrt. Ich laufe zu euch hin. Ich versuche bei Yoshi reinzuhüpfen und Yoshi fährt dann los und hoffentlich fahre ich dann mit Yoshi mit. Das ist so der theoretische Plan. Also Yoshi kann erstmal bis zum Signal fahren und Banana bleibt einfach neben ihm irgendwie stehen. Ich muss ja nur bei dir, bei der Stauze, hinten rauflaufen und dann bei Yoshi reinhüpfen. So ungefähr. Geil, Mikrofon gemutet.
Ah, ich bin so gespannt jetzt auf das Experiment. Also ihr dürft jetzt gern schon mal Wetten abschließen, ob das jetzt klappen wird oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand zuvor ausprobiert hat. Das, was ich jetzt gleich mache. Okay. Dann machen wir gerade mal die Ausfahrten für beide. Na komm. Also ihr müsst jetzt beide stehen bleiben. Ich gebe euch aber schon mal die Ausfahrten, damit ihr dann fahren könnt, wenn es soweit ist. Hallo. Komm jetzt. Weiche. So, da passt's. So, dann laufen wir mal hin. Dann ob das klappt. Ariel, ist bei dir alles in Ordnung? Voll episch jetzt. Und einmal Lichtstube. Das klappt nicht. Komm. Irgendwas muss man ja glauben. Jetzt muss ich nur schaffen, da irgendwie reinzuhüpfen. Nein! Scheiße! Ah! Das war jetzt ein Hüpf-Fail. Shit. Aber White Banana, du kannst mal ein bisschen vorfahren. Da muss ich vielleicht nicht so weit zurücklaufen, wenn ich den Sprung verkacke. komm rauf. Yes, bin oben. So, und jetzt nochmal auf der anderen Seite. Das schaffe ich doch. Komm. Im Sprung wird es nicht scheitern. Yes! Nein! Fuck! Ich hab's nicht reingeschafft. Alle guten Dinge sind drei. Yes! Ich bin nicht drin, ich bin drauf. Wow. Nein! Collision. Oh. Ich bin aber in der Mitte drin. Ja, Yoshi, Abfahrt! Wenn ich so mitfahren kann. Das sieht nicht schlecht aus. Ich meine, es sieht nicht gesund aus, aber es funktioniert. Jetzt die Frage, was mit der Weiche passiert, ne? Bitte lass mich im Wagen drin. Vielen lieben Dank für den Follow. Muss eigentlich jetzt jeden Moment mal kommen, die Weiche. Holy shit, ich fahr mit. Wie geil! Nice! Ich meine, das ist nicht die schönste Ansicht, aber. Solange es geht. Ja. Oh.
Tschüss. Oh, ich bin wieder drin. Nein. Oh, ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Nice. Muss es irgendwie schaffen, drin zu bleiben. Vielleicht muss man den Trick auf der Hauptstrecke machen. Oh, bleibe ich drin? Bitte lass mich drin. Soll ich mal Stoff geben? Ja, gib Stoff. Alles gleich, zünd den Knaller. Einfach schön hier mittig drin bleiben. Wir schauen, ob wir es bis zum nächsten Stellwerk schaffen. Alter, wie geil! Ich glaube, ich darf die Blickrichtung einfach nicht ändern. Ja, herzlich willkommen im neuen SimRail-Feature. Wir haben jetzt die Mitfahrt. Nein! Scheiße! Yes! Ich bin blöd. Nein! Fuck! Okay, ich glaube, ich muss irgendwie nach vorne laufen und nach vorne schauen. Und ich bleib drin. Es sieht einfach echt nicht gesund aus. Nein! Nein, 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 bleib drin, bleib drin. Ich drücke immer nach vorne gehen und dann scheint es irgendwie zu funktionieren. Okay. Alles klar. Ich verändere jetzt mal nichts. Geil. Das sind nur 10 Kilometer. Ich glaube, das war nur der Distanzrekord. Also. Nein! Bleib drin! Nein! 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 Verdammt! Aber trotzdem. Immerhin. Ein bisschen hat es funktioniert. Cool. Oh Mann. Also mit der richtigen Technik geht's vielleicht. Müssen wir halt noch herausfinden, was das für eine Technik wäre. Naja. Gut. Liebe Leute. Ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Also maximal 5 Minuten. Ich muss mal kurz wohin. Jetzt ist 25. Um halb bin ich wieder da. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.